Hallo und willkommen zu Outlast. Da nächstes Jahr, also nicht mehr allzu lange, vermutlich, ich weiß es nicht genau, dass Outlast 2 rauskommen wird, habe ich mir gedacht, nehme ich auf jeden Fall den ersten Teil noch auf, damit später mehr oder weniger ein nahtloser Übergang da ist. Ob es ein nahtloser Übergang ist von der Story, weiß ich nicht. Ich habe vor gut und gerne 11 oder 12 Monaten, also vor einem Jahr ungefähr, ein Let's Play dazu gesehen. Habe aber so ziemlich alles wieder vergessen. Es gibt Kleinigkeiten, an die erinnere ich mich noch. Aber ich werde das aufnehmen und auch mal wieder mit Facecam. Es kann sein, dass ich das Format von der Facecam nochmal ändere, das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie die Größe dann wirkt. Genug geredet, ich würde sagen, ich lege los. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Ich habe ihn schon auf die Hälfte runtergedreht, eigentlich. Deswegen spiele das auf normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Okay. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Das Spiel ist von 2013. Ich denke aber, es kann grafisch und technisch immer noch mithalten. Und ich merke schon, es ist immer noch zu laut. Aus irgendeinem Grund. Mal gucken, ob es noch übernimmt. Mount Massive Asylum. Wir sind also da. Das Radio setzt auch schon stilecht aus. Was soll da noch schief gehen? So, 17. September 2013, bla bla bla, miles.upshur@gmail.com und so weiter und so fort. Sie kennt mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay. Dann wissen wir zumindest schon mal, warum wir hier sind und wie wir drauf kamen. Da ist die Kamera, die ist ja berühmt. Nachtsichtmodus. Auch soweit klar. Und da ist es auch schon. So. Ich glaube, die Maus ist ein bisschen zu arg eingestellt. So, ich mache auch den V-Sync mal an. So. Ja, so. Ne? Gucken wir mal.
Okay, haben wir nichts. Okay. Sprinten ist auf Shift. Springen auf Leertaste. Ducken. Auf STRG. Das mag ich nicht so wirklich. Das muss auf C. So. Ja, ist schon viel besser. Okay, man kann die Tür halten. Okay, mit Scrollen kann man zoomen. So, N ist Notizblock, Nervenheilanstalt, Mount Massive. Mal gucken, ob ich das noch auf die Kette kriege. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, deswegen auch das Rauschen im Radio. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit aus Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, das muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay, das sind die Notizen, die jemand selber schreibt, würde ich jetzt mal behaupten, vom Stil her. So. Ich habe die Bewegungsunschärfe ausgemacht. Ich glaube, das war ein Fehler. Glaube ich. War das hier? Machen wir wieder an. Ich glaube, das... Oh ja. Oh ja. Das gehört dazu und ist besser. So, hier stehen Militärfahrzeuge, würde ich jetzt mal behaupten. Ohne Markierung. Okay. Da ist es. Mount Massive Asylum. Das ist voll der Zungenbrecher. Klingeln brauchen wir nicht. Ja. Die ist so. Die ist auch zu. Schauen wir mal ein bisschen rum. Nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Gehen wir nach rechts. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Ich werde die erste Folge wahrscheinlich gleich rendern. Je nachdem. Und dann wahrscheinlich direkt schauen. Okay, das ist schon mal richtig. Und da wird schon gespeichert. Ich vermute mal, ich muss da oben rein. Das ist relativ einfach. Und was Videospiellogik betrifft, auch ziemlich plakativ gemacht. Okay, man kann also auch... Ja, das ist mir schon bekannt. So, wie komme ich da hoch? Ah, da ist eine Leiter. Okay, macht er automatisch, das ist schon mal gut. Hopp. Klettern könnte schneller gehen. Das ist keine gute Sicht. Tür auf, Nachtsicht aus. Ich versuche, so viel wie möglich zu filmen, also am besten immer filmen. Das Sichtfeld wird ein bisschen kleiner bzw. näher. Muss ich mal gucken. Wenn ich da noch dran denke. Wenn ich mich... What the... Ich wollte gerade sagen, wenn ich dann nicht schon wie ein Hasenfuß unterwegs bin. Sieht schon mal sehr creepy aus. Die Kamera... Oh. Die Kamera... Der Look mit der Kamera ist zwar cool, aber... Oh, was haben wir hier? Eine Batterie.
Ah, okay. Also für diesen View hier, da geht dann die Batterie leer. Okay. Türen langsam aufmachen, ich weiß nicht. Ich denke, ich werde einfach reinhauen. So, das ist jetzt auf J. Ah, okay, das sind dann die Dokumente, die man findet. Murkoff Psychiatric Systems Project Wallrider? Keine Ahnung, wie man das ausspricht, exakt. Patienteninitialen WPH Billy. Bla bla bla, Dr. Carl Houston. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphase vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Okay. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten. Erneut fehlgeschlagen. Und da ist die Katze gegen die Webcam gelaufen. Das ist nicht geplant gewesen, sorry. Na, bin ich jetzt wieder im Bild. So, jetzt. Wo war ich? Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-N-REM-Zyklen. Lachen in N-REM-Phase. Keine Ahnung, was das sein soll. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Project Wallrider Mount Massive CO. So, kleine Anmerkung von mir. Da sieht man, die Let's Plays sind ungeschnitten, denn ich werde das nicht rausschneiden mit dem kleinen Kamerarempler der Katze, weil gehört dazu. Ja. Ach nö. Man wirft einen eigenen Schatten. Hallo? Okay. Alles zu? Das ist ja nett. Ah, mit Q und E kann ich mich lehnen. Okay. What the? Das klingt schon mal nicht gut. Ein bisschen rumgucken. Kann ich hier irgendwas machen? Gibt wohl nur einen Weg. Okay, da ist schon nichts. Spinnweben in Spielen machen mir gar nichts aus. Wow. Okay. Der wollte wohl nur mal kontrollieren. Da rannte einer. Ah, okay, man kann sich hier auch lehnen. Ah. Verrammelt. Verdammt. Das schon nach 15 Minuten. Boah. Oh, der hat keinen Kopf. Und noch einer? Nee. Okay. Die haben alle keinen Kopf. Da liegen die Reste von noch mehr Leuten. Wow. Killed us. They caught out. The very
You can't fight them. You have to hide. You can't unlock the main doors for security and control. Okay. You have to get the fuck out of this terrible place. Okay. Er hatte sich auf jeden Fall eine Notiz gemacht. Ich bin drin. Überall Leichen. Blut, Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Mörkerwissenschaftler hängen von der Decke. Okay, jetzt wissen wir zumindest, was das oder wer das ist, der da hängt. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ja. Wow, wow, wow. Okay. Der sah nicht so freundlich aus. Was zur Hölle? Die sehen echt creepy aus. Alle von den Bildern hier. Was haben wir hier noch? Oh Gott. Oh. Ich sollte... Oh. Ich dachte schon, da ist was. Aber es ist nur ein Arm. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt echt komisch. Von der Kamera. Ist der Nachtsichtmodus kaputt oder was? Das wäre nicht cool. Der ist da rein, dann machen wir doch mal auf. Okay. Dann gibt's erstmal nur einen Weg. Little Fee! What the? What? Ach du Scheiße. Okay. Au. An die Szene kann ich mich erinnern, dass man am Boden liegt, aber ich wusste nicht mehr, dass man runtergeschmissen wurde. Es funktioniert also auch drei Jahre nach Release noch. Ich meine, es war 2013. Okay. Heißt das so viel wie, er ist dann freundlich? Wäre nicht schlecht. Oh ja. Proclaim the Gospel. Ein Tabulator. Sieht man das? Fliehe aus der Nervenheilanstalt, benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay. Irgendwas ist hier auf jeden Fall grundlegend schief gegangen. So, erstmal ein bisschen rumgucken. Ich glaube, da wird nicht viel gehen. Nö. Sorry. Batterie ist fast leer. Batterie. Sehr gut. Ich spare mir die hier mal, weil ich vermute, ich habe nicht Unlimited oder nicht viele davon. Deswegen spare ich mir das Nachladen so lange wie möglich immer. So. Ach, wenn ich schon hier bin, dann fange ich auf der Seite an. Die sitzen alle so zombie-mäßig da. Aber es ist unglaublich, wie viel davon ich vergessen habe. Okay, ich würde sagen, hier ist erstmal viel nichts. Tür zu. Ist auch nichts. Keine Ahnung, da vorhin ein Luftschacht war.
Oh, hier liegt was. Eine Akte. Da da vorhin ein Luftschacht war, gehe ich mal davon aus, ich werde hin und wieder auch mal nach oben gucken müssen. So, Murkoff Psychiatric Systems Project, Wallrider, Mount Massive CO und so weiter, bla 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 bla. Behandler Arzt, Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonrisiko behaftet. Okay. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verschimmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Das war dann wahrscheinlich dieser große Typ, der uns gerade durch die Scheibe geworfen hat. Extensive Dermaleruptionen, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren paritalen Augen. What? So viele Fremdworte. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay, also anbinden und ruhig stellen. Ah. Falsch rum? Nicht hilfreich? Hä? Oh Gott. Ich sehe schon. Nein. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ah. Nein! Oh Gott. Boah, das wird jetzt der Horror. Ja. Sieht nicht so aus, als wäre da noch viel übrig. Sorry. Ja. What the? Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Ob die... Ich glaube, das... Okay, sie gucken RTL 2. Nachmittagsprogramm. Ich glaube, das interessiert die nicht wirklich. Oh, manche von denen sehen ja echt übel aus. Ah, diese Gesänge, das ist wieder so ein Soundtrack. Oh, da kriegt man wieder Gänsehaut, wenn man es hört. Oh nein, es wird lauter. Ah, okay. Muss da durch? Nein. Der sitzt auch noch in seinem Stühlchen, das ist schon mal gut. Und Tür auf. Ach nö. Ach nö. Ich mach die Tür mal zu sicher. Vielleicht bringt's was. Ah, das ist der Ausweis, der blinkt. Okay. What the? Ist das eine Battery? Ah, okay.
Wenn ja, wie komme ich da ran? Ducken? Ja, das ist eine Batterie, aber wie komme ich an die Batterie ran? Och nö, einmal komplett nein. Da kann man nicht so schnell raus, der wird mich bestimmt greifen oder so. Da. Okay. Das Atmen bin übrigens nicht ich. Oh Wunder, das ist der Ingame-Charakter. Oh nö. Oh nö. Aber bei Outlast werde ich keine doppelt so lange erste Folge machen wie bei den anderen Spielen. Weil ich denke, das wird noch nervenaufreibend genug werden. Deswegen, es war eigentlich teilweise auch schon ein bisschen scary, also so Jumpscares waren schon da. Deswegen beende ich die erste Folge hier erstmal und werde einen kurzen Soundcheck machen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!